Gratulation an Arthur. Viel deutlicher kann es nicht sein. Viel deutlicher ist nur das, wovon hier häufig geredet wurde. Ein Knockout, ein kurzrundiger Erfolg. Die Halle ist begeistert. Sie haben ihren Arthur wieder. Also kurzer, etwas verhaltener Jubel auch hier in der ausverkauften Arena. Da gibt es sicherlich noch reichlich Bedarf zu Gesprächen. Sie sind natürlich erst einmal froh. Ich habe von dem Druck gesprochen, der für Arthur Abraham da war, um diese WM-Chance im Sommer zu sichern. Aber das Ganze werden wir uns von den Beteiligten jetzt noch viel, viel genauer anhören nach diesen 12 Runden hier von Kiel. Arthur Abraham, das Motto des Kampfabends war alles oder nichts. Jetzt ist klar, Sie bleiben im Spiel. Wie haben Sie den Kampf gesehen? Auf jeden Fall, das war ein sehr harter Kampf für mich. Wir wussten, der Gegner ist ein harter Junge. Wir haben auch gesehen, konnte viel einstecken. Aber ich brauche solche Kämpfe, weil wahrscheinlich mein nächster Kampf geht um die Weltmeisterschaft. Und deswegen, das war gut, dass ich um die 12 Runden gegangen bin. Die Kieler Zuschauer feiern Sie. Sind Sie denn auch schon ein bisschen in Feierlaune oder sehen Sie das auch ein bisschen kritisch heute Abend? Für mich war heute sehr hart. Nicht sehr hart, war hart. Aber wichtig ist, dass unser Publikum mitgefiebert hat und hat mich auch angefeuert. Und dafür bedanke ich mich sehr. Auch. Ich bedanke mich natürlich auch vor Fernsehzuschauern, die da sitzen und die Daumen gedrückt haben und natürlich auch für mein tolles Publikum in Kiel. Also was soll ich sagen, natürlich gab es auch Fehler. Natürlich, ich wollte ihn unbedingt K.O. schlagen, aber wir haben gesehen, er war hart, hat auch sehr harte Treffer eingesteckt. Und naja, ist auch gut für mich, so über die Runden zu gehen und harte Kämpfe zu machen. Ein K.O. wäre ja nicht schlecht gewesen, aber Sie müssen uns mal erklären, was Sie gegen den Aufwärtshaken haben, den Uli Wegner, Ihr Trainer, so oft gefordert hat. Ja, ich wollte, ein paar Mal hat er geklappt, aber er ging zu tief runter und das hat nicht geklappt. Aber ich habe versucht, was mein Trainer gesagt hat, zu machen, hat leider nicht geklappt, aber ich trainiere dafür mehr, dass es das nächste Mal klappt. Jetzt könnte es einen WM-Kampf geben, Ende August. Sind Sie schon in WM-Form oder was fehlt noch? Wie sehen Sie das? Ja, ich bin natürlich in WM-Form. Ich kann jederzeit um die Weltmeisterschaft boxen. Ich trainiere sehr hart und wenn mein Trainer, wenn mein Management entscheidet, dass ich um die WM boxe, ich bin morgen schon bereit zu boxen. Ich habe damit kein Problem. Vielen Dank, Arthur Abraham. Und ich möchte nochmal. Auch, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass so viele Leute gekommen sind in Kiel, mich zu unterstützen. Vielen, vielen Dank. Und wenn Sie was Neues wollen wissen über mich, dann gehen Sie auf meine Internetseite oder auf meine Facebook-Seite, dann bekommen Sie immer neue Nachrichten. Für meine Fans mache ich alles. Danke, Arthur. Bitte. Piotr Wilczewski, Karl Frotsch hat mal über die Schläge von Arthur Abraham gesagt, das sind Mauersteine, die da entgegengeflogen kommen. Wie haben Sie die Schläge von Arthur Abraham heute empfunden? Ich muss gestehen, dass der Arthur sehr hart schlägt. Aber es ist auch auf den Rücken vieles gefallen. Der Schiedsrichter hätte das natürlich sehen müssen. Ich habe vieles auf den Rücken bekommen. Nun sind Sie natürlich erschöpft. Sie stehen hier, sind völlig ausgepumpt. Ist es dennoch für Sie ein Erfolg, die 12 Runden durchgestanden zu haben? Nein, das ist kein Erfolg. Erfolg wäre dann gewesen, wenn ich als Gewinner hier den Ring verlassen hätte. Nein, ich konnte das Tempo nicht gehen. Ich habe verloren, das ist vollkommen klar. Wenn man zu dem Feinden kommt und auf dem feindlichen Ring kämpft, dann muss man alles natürlich erwarten. So ist es. Darf ich noch Danke sagen? Kurz danke. Dziękuję wszystkim kibicom i moim Dzierżoniowej okolicy. Dzięki. Aus Dzierżoniów, den allen Schlachtenbummlern aus Breslau, den allen möchte ich Dankeschön sagen. Der Uli Wegner ist gleich stiften gegangen. Wir suchen ihn natürlich noch, aber Wilfried Sauerland ist da. Wollen wir ein bisschen Wasser in den Wein gießen? Muss Arthur den umhauen? Nein, den muss er nicht umhauen. Es war ein sehr temporeicher Kampf.
Ich glaube, sehr interessant auch für die Zuschauer. Natürlich fehlte der krönende Abschluss, aber für Arthur war es gut, diese 12 Runden zu gehen. Das Timing fehlt noch ein ganz klein bisschen, aber ich glaube, der heutige Kampf hat ihm dazu verholfen. Und wenn er dann im Herbst um die Weltmeisterschaft boxt, ich glaube, da wird er wieder Weltmeister. Müssen wir da noch vielleicht einen Kampf einflechten? Vielleicht, man hat ja gesehen, Distanz stimmte nicht, Präzision noch nicht ganz. Muss er noch mal ein bisschen Praxis bekommen? Nein, glaube ich nicht. Denn dieser Kampf hat ihm viel weitergeholfen. Er hat eine sehr gute Leistung geboten insgesamt. Er ist auch aggressiv von der ersten Runde an eingestiegen, hat seine Führhand viel gebracht in den ersten Runden. Also er ist schon auf dem richtigen Weg. Vielen Dank, Wilfried Sauerland. Bitteschön.